Overwatch Beta steht schon in den Startlöchern und damit auch alle fit ins Schlachtfeld springen können, schauen wir uns doch heute mal die Rollen etwas genauer an. Offensiv, Defensiv, Unterstützung und Tank sind hier die vier Rollen, zwischen denen man auswählen kann, und in diesem Video werfen wir einen genaueren Blick auf die offensiven Helden. Den Western-Kopfgeldjäger McCree. Er besitzt einen Revolver, den er mit Rechtsklick auch komplett entladen kann. Mit seiner Fähigkeit Hechtrolle weicht McCree den gegnerischen Schüssen aus und lädt den Friedensstifter nach. Die Blendgranate hilft hierbei, die Gegner für kurze Zeit benommen zu machen. In Red Dead Redemption-Manier visiert ihr alle im Blick befindlichen Gegner an und verpasst ihnen einen Kopfschuss. Farah. Sie besitzt einen Raketenwerfer, der schweren Schaden verursachen kann. Mit ihrem Senkrechtstarter kann sie sich hoch in die Luft katapultieren und mit ihrem Erschütterungsimpuls die Gegner zurückstoßen. Zudem besitzt Farah die Möglichkeit, durch ihre Schwebedüsen länger in der Luft zu bleiben. Farahs Ulti ist hierbei das Trommelfeuer, mit der sie kontinuierlich Mini-Raketen abschießt. Den Söldner Reaper. Er besitzt zwei Inferno-Schrotflinten, die er nach 8 Schuss nachladen muss. Mit der Fähigkeit Phantom verwandelt sich Reaper kurzzeitig in einen Schatten. Währenddessen erleidet er keinen Schaden, kann jedoch auch seine Waffen oder andere Fähigkeiten nicht benutzen. Mit Hilfe des Schattenschritts teleportiert sich Reaper an seinen Zielort. Der Totentanz erlaubt es ihm, massiven Schaden in seiner Nähe zu verursachen. Der nächste im Bunde, Tracer. Sie besitzt zwei Pistolen, welche kleine Magazine haben, aber schnell wieder nachgeladen sind. Mit der Zeitkrümmung kann sich Tracer in ihre Blickrichtung teleportieren. Dafür hat sie drei Verwendungen, welche sich mit der Zeit auffüllen. Tracers Zeitschleife erlaubt ihr, an ihren alten Punkt zurückzukommen, um somit gegebenenfalls auch verlorenes Leben oder Munition zurückzuerhalten. Die Impulsbombe bleibt an Wänden oder Gegnern haften und verursacht schweren Schaden im Explosionsradius. Und der letzte offensive Held, Soldier 76. Er besitzt ein vollautomatisches Impulsgewehr, welches kaum Rückstoß hat. Mit seiner Fähigkeit Helix-Raketen schießt er eine Salve winziger Raketen auf seine Gegner. Zudem kann Soldier 76 auch sprinten, um einen Geschwindigkeitsboost zu erhalten. Das biotische Feld stellt einen in Mitte auf, dessen Energiefeld ihn und seine Teamkameraden heilt. Das taktische Visier hilft ihm hierbei, seine Zielerfassung erheblich zu erleichtern. Das war's mit den offensiven Helden, schreibt mir doch euren Favoriten in die Kommentare und werft einen Blick in die anderen Videos, in denen wir uns die restlichen drei Rollen noch anschauen. Ich bin damit raus und viel Spaß im Schlachtfeld!